Bandscheibenvorfälle werden zu oft zu schnell operiert und oftmals werden sie falsch behandelt. Ich möchte hier in diesem Video ein paar Fakten nennen, wie es mit den Symptomen ausschaut, wie es mit den Schmerzen ausschaut, wann diese abklingen und wieso du nicht direkt deinen Bandscheibenvorfall operieren lassen solltest. Viel Spaß beim Video. Ganz wichtig, alle Aussagen, die ich in diesem Video treffe, sind auch evidenzbasiert. Das heißt, sie werden mit Studien unterstützt, welche ich dir ebenfalls in die Videobeschreibung reinschreibe. Faszinierend ist, dass über 85% der Patienten, die mit Symptomen von Bandscheibenvorfällen zu kämpfen haben, nach 8 bis 12 Wochen wieder schmerzfreier sind. Das heißt, nach 8 bis 12 Wochen klingt der Schmerz bzw. die Symptome, die aufgrund des Bandscheibenvorfalls aufgetreten sind, wieder ab. Natürlich ist klar, dass Patienten, die zum Beispiel neurologische Ausfälle haben, auch darauf achten sollten, dass sie dann da eben zum Arzt gehen. Das heißt, wenn dein Bein taub wird, wenn du eine Extremität nicht mehr spürst und nicht bewegen kannst, ist es klar, dass der Bandscheibenvorfall zu gravierend ist und du dann natürlich einen Arzt aufsuchen solltest. Ein ganz großer Fakt ist dennoch, dass ganz viele von uns auch bereits Bandscheibenvorfälle haben und der größte Teil aller Bandscheibenvorfälle eigentlich durch Zufall entdeckt wird. Das heißt, sie werden mal durch eine Routineuntersuchung entdeckt oder wenn du zum Beispiel andere Verletzungen hast, wird eben beispielsweise auch mal ein Bandscheibenvorfall entdeckt. Eingangs habe ich dir ja bereits gesagt, dass Symptome, die aufgrund vom Bandscheibenvorfall zu 85% nach 8 bis 12 Wochen abklingen. Jetzt noch ein weiterer Fakt, denn 90% aller Schmerzen, die aufgrund von Bandscheibenvorfall entstehen, klingen nach 6 Wochen ab. Das heißt, Ärzte, die sich auch evidenzbasiert mit einem Bandscheibenvorfall auseinandersetzen, wissen, dass ihre Patientinnen oder Patienten nach spätestens 6 Wochen Schmerztabletten absetzen können und auch die größten Schmerzen von diesem Bandscheibenvorfall weg sind. Wie ist es aber mit Operationen? Oftmals wird in Deutschland ein Bandscheibenvorfall sehr schnell operiert. Es kommt natürlich dann auch immer darauf an, was für ein, so hart wie es klingt, Umsatz bringt der Patient, ist er privatversichert, gesetzlich versichert, wie dringlich ist diese ganze Sache? Und meistens entscheiden sich Patienten auch selbst aufgrund von Schmerzen so einer Bandscheibenoperation. Studien haben aber ergeben, dass es keinen Unterschied macht, wenn man jetzt auf längere Zeit den Bandscheibenvorfall sieht, ob man jetzt diesen operieren lassen hat oder nicht. Denn bei einer konservativen Lösung kommt man auf das gleiche Ergebnis nach mehreren Jahren. Eigentlich total verrückt. Trotzdem ist aber auch zu sagen, dass der Zeitpunkt der Genesung von einem Bandscheibenvorfall auch vom Verletzungsmechanismus abhängig ist. Das heißt, wie hast du dich verletzt, wieso hast du einen Bandscheibenvorfall und warum ist dieser gekommen? Und da sollte man auch in der Therapie ansetzen, um zu schauen, wo sind die Schwachstellen des Patienten, was hat der beispielsweise in der Vergangenheit falsch gemacht und man sollte präventiv auch handeln. Denn dann weißt du auch, nach 90% aller Bandscheibenvorfälle bzw. die Schmerzen aller Bandscheibenvorfälle klingen ja nach 6 Wochen wieder ab. Das heißt, achte darauf, falls du Therapeutin oder Therapeut bist, dass du deinen Patientin oder deinen Patienten an die Hand nimmst und schaust, hey, was hast du in der Vergangenheit falsch gemacht, was können wir in deinem Alltag ändern, in deinem Training ändern und dann auch gezielt dagegen angehen. Ein ganz wichtiger Fakt ist ebenfalls, dass die Mehrzahl aller Bandscheibenvorfälle konservativ gelöst wird. Das bedeutet wiederum, dass die Mehrzahl aller Bandscheibenoperationen, also ich muss wirklich auch als Therapeut sagen, ich habe extrem viele Patientinnen und Patienten, die auch Bandscheibenvorfalloperationen hatten. Und da ist es auch ganz wichtig zu sagen, natürlich muss man darauf achten, ob neurologische Schäden da sind, ob man neurologische Ausfälle hat, ob man enorm viel oder große Schmerzen hat. Aber wenn man schon evidenzbasiert nachweisen kann, dass der Großteil aller Bandscheibenvorfälle konservativ gelöst werden kann, dann sollte man auch wirklich die 6 Wochen abwarten, dann wirklich konservativ versuchen, gegen die Schmerzen angehen und erst wenn alle konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sind, eine Operation in Erwägung ziehen. So, da war das Bild mal kurz weg, Speicherplatz voll, aber das Video war es eigentlich auch schon, denn ich möchte dir eigentlich nur mit diesem Video mitteilen, dass ein Bandscheibenvorfall zwar schlimm ist, wenn du zum Beispiel neurologische Ausfälle hast, er Schmerzen verursacht und viele auch davon betroffen sind. Nichtsdestotrotz wird ein Bandscheibenvorfall zu schnell operiert, falsch behandelt und oftmals wird auch das falsche Mindset mitgegeben. Also nochmal zusammenfassen, ein Bandscheibenvorfall kann konservativ gelöst werden, der Großteil aller Bandscheibenvorfälle
kann wirklich konservativ gelöst werden. Das wiederhole ich jetzt nochmal mit Absicht, denn es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den du auch in deinen Kopf reinbringen solltest, denn bei 90% aller Bandscheibenvorfälle klingen nach 6 Wochen die Schmerzen ab. Das bedeutet, auch wenn du es gerade nach gutem Bandscheibenvorfall hast, solltest du im Hinterkopf immer behalten, wenn es nach den 6 Wochen immer noch nicht besser ist, dann kannst du weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Operation, in Erwägung ziehen. Nichtsdestotrotz würde ich immer über einen längeren Zeitraum warten. Das heißt, wie ich bereits erwähnt habe, bei Operationen, die durchgeführt worden sind aufgrund von irgendwelchen Faktoren, gab es eben keinen Unterschied zu konservativen Therapiemöglichkeiten. Das heißt, über Jahre gesehen macht es keinen Unterschied, ob du operiert wurdest oder einen Bandscheibenvorfall hättest bestehen lassen. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne in die Kommentare schreiben, falls du Fragen und Anregungen hast. Die Studien dazu verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und einen wunderbaren Tag dir.